Ey yo, und herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag, also dem 10. Spieltag der PFDL Season 4 gegen den lieben Dirty mit seinem Team SOS Affenalarm. Ja, wird interessant auf jeden Fall. Der Kampf kommt jetzt, wir nehmen den gerade Donnerstag auf, kommt am Montag. Dementsprechend, es ist halt dieser Rivalenkampf, ne? Der Kampf zwischen Teampartnern, Let's Go will weiter mit Hardy Oyo spielen. yo, gleich. Ja, heute kam ja auf Showdown die DLC-Mons raus, dementsprechend, ich will auch gleich ein bisschen Oyo spielen und dann mal schauen. Wir kommen erstmal zu Dirtys Team, er hat im Team Megaschlapper und Zapdos im, im S-Tier, jetzt habe ich's, Lieberlo und Memo im A-Tier, Klavion, Nachtara und Vesper im B, Moruda und Shadrago im C und Gelatvino und Garstella im D. Strongest Team, ich habe Megaschiss, ich habe auch nicht gerade das beste Gefühl, um ehrlich zu sein. Wir kommen zu meinem Team. Mein Team besteht heute aus Air Balloon, Palpatine, Embor mit Reckless, Superpower, Flareblitz, Wild Charge und Will-O-Wisp. Reicht aus, um dein ganzes Team halt relativ gut zu treffen. Dann haben wir Nomo, unser Slowbro mit Chesterberry, weil ich das 1v1 gegen Umbreon gewinnen möchte mit Rest, Counter, Psychic und Toxic. Könnte interessant werden. Haben wir Laxus, unser Tapu Koko mit der Anti-Normal-Beere wegen Low Punny. Könnte auch interessant werden. Electric Surge, Brave Bird, Iron Head, Taunt und Defog. Could be interesting. Dann haben wir Mega Beedrill mit dem Beedrill Knight, oder mit dem Megastein. Mit Poison Jab, X-Scissor, U-Turn und Outrage. X-Scissor für Umbreon, weil ich keinen Bock habe, auf den nur U-Turn zu können. Dann Rish der und dann was weiß ich, was er macht. Wir sind Full Speed, um Scarf Mammoth auch zu outspeeden. Ich hätte unser Flow Punny gespeed creeped, aber das macht halt den Hasen auch nicht fett. So, dann haben wir Sub Nasty. Kinky Dora, unser High Dragon, mit Levitate und Leftovers, mit Flamethrower und Dark Pulse. Dark Pulse trifft das ganze Team neutral bis sehr effektiv, außer Nachtara und Klavion. Bei Nachtara keine Ahnung, was ich da allgemein machen soll, dementsprechend, mal schauen. Aber da gewinne ich das 1v1, denke ich mal, auf Dauer. Und als letztes haben wir Doomagena, unser Lycanroc, das mit dem Focus Session, Tough Claws, mit Endeavor, mit Azeroth, Staffox und Protect. Absolut ekelhaftes Set, aber könnte lustig sein. So, ich würde sagen, ich rede nicht weiter drum herum und wir starten ins Team. Was? Hidden Abilities? Ja, okay. Dann eben nicht. Schön wie Swarm. So. Ja, akzeptieren. Er hat echt Gaststelle dabei, da bin ich echt glücklich. Er hat Umbreon nicht dabei, darüber bin ich mega glücklich. Weil dadurch ist halt Dragon halt nochmal wesentlich geiler. Ich sehe auch gerade Low Punny treffe ich nicht effektiv, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt hätte ich auch Dragon Pulse spielen eigentlich. Jetzt hätte ich auch eigentlich Dragon Pulse spielen können. Schade. Egal. Herr Funboy. You too, man. So, was hat er denn nicht dabei? Er hat Zapdos hat er dabei. Er hat Low Punny dabei. Er hat Lieberlo dabei. Er hat Memo dabei. Er hat Klefki dabei und Garstella tatsächlich. Ich habe sehr stark mit Shadrago gerechnet, aber es ist okay. Ja, ich bin froh, noch die Psychic auf Slowbro gepackt zu haben. Die ist halt jetzt wirklich cool. Ich hätte fast gesagt, wir leaden einfach mit Lycanroc, I guess. Ich glaube, da könnte ganz cool sein. Ich könnte auch potenziell mit Beedrill einfach leaden, weil es der schnellste Mon ist. Könnt ihr auch durchaus tun. Ich könnte auch mit Palpatine einfach leaden. Was ist da sein bestes Mon? Memo. Okay. Was könnte sein Lead denn am ehesten sein? Zapdos könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Low Punny wäre ein potenzieller Lead. Ich glaube, ich werde einfach mal mit Slowbro leaden. Oder? Mit Beedrill? Ich glaube, Beedrill sollte fein sein. Ja, Beedrill sollte fein sein. Er lebt mit Cinderace, okay. Ich habe, to be honest, ein bisschen Angst vor einem Scarf. Aber würde er Scarf spielen? Würde er Scarf spielen, um Coco und Beedrill zu outspeeden? Potenziell ja. Würde ich ihm tatsächlich zutrauen. Warte mal, wie viel würde ich denn überhaupt einem Cinderace machen? Cinderace.
Cinderace. Poison Jab killt nicht. Pyro Ball killt mich dreimal fast. Oder Kate kann mich mit der Rose sogar dreimal killen. Poison Jab. U-Turn. Ich hab so Angst vor einem Scarf. Will ich's risken? Ich risk es. Er ist Scarf, verdammte Kacke. Verdammte Kacke, er ist wirklich Scarf. Gott. Ist doch nicht wahr. Die gehen slow, Bro. Drücken wir direkt eine Psychic rein? I guess, ja. Marini kommt rein, sehr cool. Bam. Fick dein Marini. Marini ist schneller als ich, das ist nicht cool. Ich könnte aber potenziell einfach nochmal Psychic drücken. Zapdos kommt rein, okay. Zapdos kommt rein. Ich hätte fast gesagt, wir bleiben einfach drin. Warte mal, was ist das für ein Zapdos? Slowbro. Gegen Zapdos. OU Defensive. Psychic hat 36% gemacht. Ist der offensiv? Der ist offensiv. Holy shit. Das heißt, wir gehen einfach an Coco. Nicht lange überlegen, einfach Coco. Signal Beam. Das ist vollkommen okay. Er ist Life Orb tatsächlich, okay. Er rechnet jetzt mit der Elektroattacke höchstwahrscheinlich. Daraufhin könnte ich eigentlich einfach mal auf den Iron Head gehen und Mamo predikten. Ich glaube, dies tun wir jetzt auch einfach mal. Ja, geil. Mamo kommt rein. Bam! Sehr cool. Schön, dass das zumindest funktioniert. So. Wir haben Mamo. Wie viel haben wir dem gemacht? Coco gegen Mamo Swine. Sagen wir OU Choice Band. Iron Head hat 50. Ja, der ist offensiv. Der ist jetzt zumindest kein defensives Set. Würde ich sagen, gehen wir einfach wieder an Slowbro. Verlieren wir eigentlich nichts mit. Er könnte doublen. Aber wenn der jetzt, sag ich mal, Scarf ist. Wir sind schneller als ein Scarfer, ne? Okay, Marini kommt rein. Ist in Ordnung. Drücken wir einfach wieder eine Psychic. Kommt Zapdos wieder. Vollkommen okay. Er muss jetzt roosten. Ja, tut er auch. Ja, ich hab Bock drauf. Wir Psychicen wieder rein. Wenn er uns angreift, er kann uns, glaube ich, nicht killen, oder? Zapdos, OU Defensive. Gegen Slowbro. Ne, der killt uns nicht. Der kann uns nicht killen. Wenn er T-Bolt drückt. Das heißt, wir gehen einfach wieder auf eine Psychic. Er drückt weiter Roost. Ist vollkommen in Ordnung. Irgendwann kriege ich schon den Special Death Drop. Irgendwann so in 10 Jahren. So, wir gehen wieder an Coco. So, Coco kommt. T-Bolt, ist vollkommen in Ordnung. Kriegt Life-Orb-Schaden. Und wir doublen jetzt raus. In was ist jetzt die Frage? Ich könnte potenziell wieder sagen Nomu. Ich glaube genau dies tun wir jetzt einfach auch. Ja, wir gehen. Ja, cool. Ich war überlegen, nochmal auf Iron Head zu gehen. Aber passt. So, will er mich jetzt einfach angreifen? Könnte ich mir vorstellen. Wir können auch einfach mal rein toxicen. Okay. Er legt die Rocks. Ist vollkommen in Ordnung. Wir können nochmal auf. Wir können auch einfach nochmal auf Psychic gehen. Potenziell. Ich kann auch sagen, jetzt einfach Coco, aber das wäre zu risky. Wenn er dann auf EQ einfach volle Kanne geht, dann ist halt doof. Ich kann auch in Ember jetzt eigentlich gehen, ne? Okay, er geht in Zapdos, verdammt. Ah, verdammt.
Wir haben den Abaloon. Aber wir gehen wieder an Coco. Schade. Schade, Schokolade. Aber okay. Wir gehen wieder an Coco. Kriegen natürlich Rockschaden, Roostig. Okay. Dadurch überleben wir auf jeden Fall nochmal ein T-Boat. Aber wir defaulten jetzt einfach mal eine Runde. Das ist vollkommen okay, soll er machen. Wir defaulten jetzt eine Rocks weg. Und. Keine Ahnung. Ich hab. Zapdos ist doof. Ich hätte selber Roost vielleicht spielen sollen. Unter Umständen. Der macht mir halt ordentlich Damage. Mhm. Okay. Kritischer Hase. Kritischer Hase. Gehen wir auf den Iron Head. I guess. Ah, er drückt Heatwave. Okay. War nicht schlecht. Critical Hit immerhin. Der ist ganz cool. Wir gehen einfach nochmal auf den Iron Head. Okay, er drückt Signalbeam. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir gehen darauf jetzt in Lycanroc. Drücken jetzt, glaube ich, selber mal die Rocks. Ich denke, das ist der Play. Ja, da kommt Mamoswine. Ah, der ist doch Safe Scarf. Den rieche ich doch bis hier. Den rieche ich doch bis hier, den Scarf. Warte, kann ich den überhaupt killen? Warte, ich bin ja full offensive. Wenn wir jetzt sagen, Lycanroc gegen Mamoswine. Der ist. Ah, nee, der kann ja gar nicht Scarf sein, der ist ja Bandit. Never mind. Azeroth ist eine sehr geringe Chance, ihn zu killen, das gehe ich jetzt nicht ein. Deswegen einfach Nomu. Okay, er geht in Clef. Clef ist ein bisschen nervig. Um ehrlich zu sein. Ich will aber auch ungern jetzt einfach in Hydreigon rausgehen. Deswegen gehe ich einfach in Embor. Okay, er defogt einfach. Okay, vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal auf den Flare Blitz. Marini kommt rein, das ist in Ordnung. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal auf den Wild Charge. Den haben wir auch. Der überlebt den. Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Hm. Gehen wir nochmal auf den Flare Blitz. Ich meine, ist Marini tot. Dieses Kackding. Okay. Kritisch. Kritisch, kritisch. Okay, ich muss Embor auf jeden Fall irgendwie behalten. Zapdos kommt rein. Der T-Bolt killt mich jetzt wahrscheinlich einfach. Oder? Sagen wir Zapdos. Oyo Defensive. Discharge. Ups, falsches Mon. Embor. Er spielt auf jeden Fall T-Bolt. Ich könnte ihn sogar leben, glaube ich. Thunderbolt. Wo ist er denn? Da. Den lebe ich. Oh, falsches Set. Ich lebe den nicht. Ich sage, ich gehe in Hydreigon. Hydreigon ist halt langsamer, ne? Dark Pulse. Ja, den T-Bolt. Warte, er ist 252. Und Life Orb. Ja, ich lebe den T-Bolt halt eigentlich relativ gut, aber dann kommt halt der Signal Beam. Follow-up. Hm. Hm. Gehe ich jetzt einfach raus in Lycanroc. Ist das der Play? Thunderbolt. Heatwave. Na, T-Bolt killt mich fast. War nur fast. Könnte ich machen.
Da bin ich eigentlich auch fast auf Endeavor, hier auf der gleichen Range wie bei Focus Sash Endeavor. Das ist halt eigentlich nicht der Play. Ich habe damit eigentlich anderes vor. Ich glaube, ich muss ihn zacken. Ja. Leider ja. Nehmen wir wieder einen Lycanroc. Azel rocken wir jetzt einfach mal. I guess, ja. Okay, Mermo kommt rein. Ist in Ordnung. Stirbt jetzt an Gift. Und damit ist Mammoschwein weg. So. Jetzt kommt der Powerplay. Warte, gehen erstmal auf Protect. Ich habe keinen Bock auf den. Okay, drückt Drain Punch. Ist in Ordnung. Gehen wir jetzt auf Endeavor. Kein Problem mit. Gar kein Problem. Er drückt Baton Pass, es ist nicht sein Ernst. Gegen Clef. Das ist kacke. Wir müssen Slowbro gehen. Es ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wir müssen jetzt einfach Psychic drücken. Cinderace kommt rein. Das ist okay. Cinderace kommt rein. Wir drücken jetzt Konter. Auf die kommende U-Turn. Verdammte Kacke! Ah! Ich verkacke die ganzen Gambles. So, wir resten jetzt einfach mal. Wir überleben einen. Ja. Bam! Yeah! Jetzt psychicken wir den einfach. Okay. Hätte ich mit rechnen können, ja. Hätte ich auf jeden Fall mit rechnen können. Okay. Wir psychicken an der Stelle einfach nochmal. I guess. Und der T-Bot killt? Hä? Spielt er Modest? Ist nicht sein Ernst, oder? Ist nicht sein Ernst, dass er jetzt Modest spielt. Warte mal, Slowbro. Ah, nee, da kann tatsächlich killen. Ist eine Roll. Es ist eine Roll gewesen. Aber einen in seinem Favor. Okay. Der hat noch Signal Beam. Wie viel macht das Signal Beam auf High Dragon? Signal Beam. 52 bis 62. Müssen wir raus in Lycanroc gehen. Ich hätte fast gesagt, wir doublen jetzt einfach in Clefki. Genau das tun wir jetzt auch. Okay. Hi Dragon. My man. Drücken einmal ein Substitute. Drücken jetzt einmal ein Substitute. So, was kommt von ihm jetzt? Der Dazzling Beam, okay. Oh, shit. Der killt mich auch. In jede Welt. Oder? Schon nach. Clef. Clef, 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 Clef. Wie hat er geschrieben? Ach, mit K, okay. Clefki. UU Support. Gegen High Dragon. Ups, der hat Dazzling Beam. Und kein Play Rough. Dazzling Gleam. Den kann ich sogar mit einer Min-Roll tanken. Lol. Ah, den Flamethrower tankt er halt auch. In the back. Ich soll einfach wieder rausgehen, do my gather, und das ist auch kein Play, oder? Nicht wirklich. Aber. Ja, keine Ahnung. Ist halt blöd gelaufen. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen. So. Ja, ich kann auch mal Rocks legen, maybe. Ja, es gewinnt er. Low Pony kommt rein. Okay. Protecten einmal. Er geht einfach safe auf Drain Punch. Das ist das Beste, was er tun kann. Er gewinnt das jetzt auch mit Low Pony.
Oh, Mano. Gönn mal Kill, bitte. Einfach so ein Differenzpunkt, bitte. Hm, schade. Schade. Ja, keine Ahnung, den können wir eh nicht killen. Ah, GG. Okay, hab ich an ein, zwei Stellen auf jeden Fall ein bisschen verkackt. Jo. Ja, ich würde einfach sagen, GG. Das war der vorletzte Kampf. Wir haben leider gegen Dirty verloren. Bisschen falsch gepreppt. Also ich habe offensives Zap, das spielt er irgendwie immer gegen mich. Keine Ahnung. Ja, I don't know. Vielleicht habe ich mich ein bisschen sehr auf Dradigan gepreppt. Kann sein. Naja, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, reinschauen. Bis zum hoffentlich nächsten Video. Ciao, ciao.